In der 22. Woche hatten wir das Screening und da hatte man dann halt gesehen, dass sehr viel Gehirn halt einfach nicht ausgebildet war. Wird das Kind die Schwangerschaft überleben? Wird es danach weiterleben können? Wird es eine starke Behinderung haben? Das sind Fragen, die mir da definitiv in den ersten Stunden durch den Kopf gegangen sind. Wann hat der Arzt denn das erste Mal so einen Spätabbruch ins Spiel gebracht? Hier auf dem Friedhof liegt die kleine Mila. Ihre Eltern Christine und Moritz haben mir geschrieben und mir ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte hat mich total berührt, weil Christine relativ spät in ihrer Schwangerschaft erfahren hat, dass Mila krank ist. Und wie die beiden damit umgegangen sind, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Hi. Hallo. Christine. Schön, dass ihr mir geschrieben habt. Wann hast du denn eigentlich erfahren, dass du schwanger bist? Letztes Jahr im Mai. Und ja, es lief auch alles, also es war wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut, es war ein absolutes Wunschkind. Mhm. Also wir haben nichts geahnt, dass irgendwas sein könnte. Und wann war so der Punkt, wann das erste Mal irgendwas aufgetreten ist, wo ihr gesagt habt, okay, da könnten Komplikationen sein oder könnte irgendwas nicht stimmen? Also es war wirklich, wir hatten keine Ahnung. Wir hatten das zweite Screening vor uns. Also wann war das denn in der Schwangerschaft? In der 22. Woche hatten wir das Screening. Es war so schön einfach. Ich habe sie dann auch gesehen, wie sie gegen den Ultraschallkopf getreten hat. Und ich weiß nicht, das war das erste Mal, wo ich so richtig schöne Bilder von ihr auch gesehen hatte. Und ich habe es auch gar nicht gemerkt, dass es irgendwie immer ruhiger wurde. Also ich war einfach so euphorisch in dem Moment, weil ich gedacht habe, oh, mein Kind, das ist so wunderschön. Man hat sich einfach gefreut. Und dann irgendwann hat er aufgehört zu schallen und meinte, okay, ich muss ein paar Sachen eingeben in den Computer und dann zeige ich Ihnen ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Und dann kam er zurück und hatte uns das Gehirn gezeigt. Und da hatte man dann halt gesehen, dass sehr viel Gehirn halt einfach nicht ausgebildet war. Und ja, er konnte nicht sagen, oder ja, keiner konnte da sagen, was es jetzt genau für Auswirkungen haben wird. Natürlich macht man sich Gedanken darüber, wird das Kind die Schwangerschaft überleben, wird es die Geburt überleben, wird es danach weiterleben können, wird es eine starke Behinderung haben. Das sind Fragen, die mir da definitiv durch den Kopf gegangen sind. Wir waren sehr weit in der Schwangerschaft. Da wurde natürlich auch der Abbruch thematisiert, dass die Möglichkeit bestehen würde. Und mit welchem Gefühl seid ihr dann quasi aus dieser Praxis gegangen? Wie habt ihr denn dann weitergemacht? Klar, war da erstmal, es war nichts mehr wie vorher. Wir haben uns dann irgendwo auf eine Bank gesetzt und einfach geredet. Also ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass es Mila jetzt gerade in meinem Bauch gut geht. Und dass es mir auch gerade den Umständen entsprechend gut geht und dass ich es mir vorstellen könnte, die Schwangerschaft weiterzuführen. Und dann hat Moritz auch gleich gesagt, ja, er sieht es genauso. Und dann ja, war es wirklich Schwangerschaftsabbruch? Nein. Dann hatten wir noch die Option Fruchtwasseruntersuchung, haben wir auch gesagt, nein, weil wir nicht gewusst hätten, es hätte ja nichts an der Entscheidung geändert. Wenn du dich in die Lage von jemand anderem reinversetzt, der in derselben Situation ist, kannst du dann verstehen, dass so ein Spätabbruch auch eine Option sein kann? Wir haben die Entscheidung für uns so getroffen und es war die richtige Entscheidung, die Schwangerschaft weiterzuführen. Bei anderen Familien, das, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist einfach wirklich so individuell. Weil da, glaube ich, jede Frau auch einen eigenen Weg finden muss auch und finden kann. Wenn ihr euch an den Tag der Geburt zurückerinnert, wie war das? Ja, es war so, dass wir nicht wussten zu jedem Zeitpunkt, ob sie noch lebt oder nicht. Ja, das ist schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Also irgendwann haben die Wehen aufgehört und ja, dann wurde überlegt, das, was wir eigentlich nicht wollten, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird. Aber letztendlich gab es halt keine andere Option. Ich hatte sie da auch nicht mehr gespürt und ja, dann wurde der Kaiserschnitt gemacht und sie hat jetzt nicht geschrien oder irgendwie nach der Geburt. Und dann habe ich dann gefragt, und lebt sie? Dann kamen die Kinderärzte mit ihr auf dem Arm an und ich weiß nicht, es war einfach so unbeschreiblich. In dem Moment, ich war so glücklich, dass ich gedacht habe, okay, selbst wenn es nur dieser eine Augenblick war,
Es war perfekt. Ja. Sie hat dann auch schön meinen Finger umfasst und festgehalten. Ach, das sind ja irgendwie Zeichen, wo du sagst, wow, das ist ein Mensch, der hier gerade zupackt, der Körpernähe zu dir wahrnimmt. Das waren so die Eindrücke, die ich gewonnen habe. Das klingt irgendwie total schön. Also es klingt auch so, also so freudig, wie man eben sein kann, wenn so ein Kind auf die Welt kommt. Ja, wir haben uns halt immer darauf vorbereitet, dass wir mit ihr nach Hause gehen können, wenn es geht. Das war so das, ja, worauf wir hingearbeitet haben, sage ich mal. Wir wollten so viel Wissen über sie mitnehmen, wie es nur geht. Es war einfach auch so toll, wie die Pfleger im Krankenhaus mit uns das gemacht haben. Wie war die Situation von Mila im Krankenhaus? Gab es auch mal kritische Momente? Die gab es immer mal wieder. Wir hatten es, glaube ich, dreimal, dass die Ärzte und die Pflegerinnen auch gesagt haben, es kann sein, dass sie jetzt verstirbt. Ich weiß, dass ich noch ein paar Mal gefragt habe, wie ist es, wenn das Kind verstirbt? Was passiert dann? Oder wie lange dauert das? Aber irgendwie hat sie sich immer wieder berappelt. Und das war, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sie es gemacht hat. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem ihr Mila mit nach Hause nehmen durftet. Wie war denn das? Erzählt mal. Vorher hat uns das Palliativteam auch schon gesagt, okay, wenn ihr aus dem Krankenhaus rausgeht und den Weg nach Hause antretet, es ist keine Gewissheit, dass sie lebend zu Hause ankommt. Das muss euch klar sein. Da haben wir aber auch gesagt, okay, ja, das ist uns klar. Und ich weiß nicht, in dem Moment war es einfach so ein Gefühl, okay, wir sollen loslaufen. Und dann sind wir losgelaufen. Und ja, es ist einfach schön, auch wenn wir heute noch da im Park spazieren sind, erinnern wir uns eigentlich immer an diesen Moment, als wir da langgelaufen sind mit ihr auf dem Arm. Könnt ihr mir den Park mal zeigen? Klar. Also wir hatten Sonne pur damals. Was war das für ein Gefühl damals? Das war sehr angespannt. Wir haben ja eine komplett neue Umgebung plötzlich vor uns gehabt. Es war aber auch sehr schön, weil wir wirklich unter uns waren. Und als ihr dann mit ihr nach Hause gegangen seid? Die erste Nacht war, das war schon Anspannung, weil man irgendwie gedacht hat, okay, eigentlich möchte man nicht einschlafen, weil man ja nicht weiß, ob man wieder zusammen aufwacht. Dann hat die Müdigkeit dann aber doch gesiegt. Wir sind ins Bett gegangen und haben dann auch geschlafen und am nächsten Morgen war sie vor uns wach, hat uns angestrahlt mit ihren Augen und es war so, okay, wir schaffen das. Verbindet ihr die Geschehnisse von damals noch so mit dem, wenn ihr hier durch den Park lauft? Denkt ihr da noch dran? Also ich jedes Mal. Das ist aber auch schön, dass wir eine Möglichkeit haben, hier durch diesen Ort zum Beispiel, ganz ohne, dass wir aktiv nach Erinnerungen suchen müssen, sie sofort bekommen. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen aus der Zeit von damals? Ziemlich viele. Wow, okay. Also das ist wirklich alles, was wir so aufgehoben haben. Das ist das Tuch, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gewaschen seitdem, wo sie immer drauf geschlafen hat. Wir haben halt gemerkt, sie braucht eigentlich nicht viel. Hier steht drauf Hand- und Fußabdrücke. Ja. Und da sieht man auch ihre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Stimmt. Das war unser kleines Highlight immer, ihr 6. C. Das war ein Brief an sie, den wir auch bei der Gedenkfeier vorgelesen hatten. Das Original haben wir ihr mit ins Grab gegeben. Wie oft schaust du dir die Bilder an? Sehr oft. Ich habe auch einen Ordner auf dem Handy natürlich. Und den gucke ich mir sehr häufig an. Hast du denn einen Wunsch nach noch ein Kind? Ja, definitiv. Ja. Hättest du denn Bedenken davor, dass es nochmal so ist wie bei Mila? Klar habe ich davor Angst, vielleicht auch eher Respekt. Selbst wenn es nochmal passieren würde, so, was wir uns natürlich nicht wünschen. Ja. Aber ich glaube, wir würden es nochmal durchstehen können. Als ich eure Nachricht gelesen habe, erstmal hatte ich so einen Kloß im Hals und dachte so, oh, krass. Und ich merke gerade, wie viel Liebe, aber auch Freude da drin steckt, so in eurer Geschichte. Ja. Das finde ich total schön, wie ihr damit einfach klarkommt und was ihr daraus so zieht.
als wir dich zum ersten Mal gesehen haben. Mit offenen Augen, deinen vielen Haaren und deinem zarten Gesicht haben wir uns sofort in dich verliebt. Du warst einfach so perfekt. Jeden Tag wurde ein weiteres Herz aufgehängt und ein Geburtstagslied angestimmt. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Mila, du hast so unglaublich gekämpft. Du wolltest leben und die Zeit, die dir geschenkt wurde, genießen. Wir sind so froh und dankbar, dass wir am 16. März 2019 ganz nah bei dir sein konnten. Echt schön. Irgendwann habt ihr gemerkt, dass es Mila nicht mehr gut geht? Oder woran habt ihr denn gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, man hat gemerkt mit der Zeit, dass so die Sachen, die ihr sonst noch sehr viel Spaß gemacht haben, wie an dem Wattestäbchen mit Muttermilch rumzunuckeln und da wirklich viel Spaß dran zu haben, dass das weniger wurde, dass sie da jetzt nicht mehr so euphorisch war, wenn sie das bekommen hat. Und ja, beim Windeln wechseln hat sie eigentlich auch sonst immer sehr viel Theater gemacht. Das wurde auch immer weniger. Also sie wurde mit der Zeit einfach ruhiger. Ich glaube, wir haben auch schon während der Zeit gesagt, dass Mila uns irgendwie ganz langsam auf ihr Versterben vorbereitet. Wie kann ich mir das vorstellen an dem Tag, an dem sie dann gestorben ist? Habt ihr das dann irgendwie, wie nimmt man sowas wahr? Wie läuft so ein Tag ab? Also es war die Nacht eher. Wir sind dann mit ihr noch rüber ins Bett, haben sie wieder neben uns gelegt. Aber irgendwie war es anders. Und dann, ja, deswegen hatten wir das Palliativteam, weil diese 24 Stunden Rufbereitschaft hatten. Ich glaube, es war dann 1.30 Uhr oder so nachts, als wir angerufen haben. Und wir hatten Mila bei uns, saßen auf dem Sofa. Und ja, dann um 4 Uhr ist sie verstorben. Es war friedlich und todtraurig, klar, dass man die Zeit jetzt nicht mehr hat, die man davor hatte und dass es jetzt wirklich vorbei ist. Aber trotzdem auch irgendwie schön, weil wir gemerkt haben, dass es ihr gut geht. Dass sie nicht leiden musste. Also ist Mila einfach eingeschlafen? Ja. Sah irgendwie dabei aber auf einmal ganz gelöst aus, auch irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Aber es war jetzt nichts Schreckliches in dem Moment, oder? Ja. Und wie ist es, wenn ihr an den Tag der Beerdigung so zurückdenkt? Unser Pastor war hier und hat auch eine Abschiedszeremonie gehalten. Und wir hatten es so gemacht, oder wir hatten gefragt, ob wir den Sarg zum Grab tragen dürfen. Und das war dann auch in Ordnung. Und ich glaube, das war der schwerste Weg, den wir gehen mussten. Zu wissen, dass ihr Körper jetzt beerdigt wird. Wenn ihr hier am Grab steht, würdet ihr sagen, es wird so leichter irgendwie mit der Zeit? Definitiv. Also es ist schon ein Ort, wo wir überhaupt keine Angst vor haben, hinzugehen. Es ist ein Ort, wo wir uns ja, fast täglich, sofern wir hingehen, darauf freuen können. Wäre es vielleicht nicht die bessere Entscheidung, oder vielleicht sogar die einfache Entscheidung gewesen, zu sagen, wir wollen das nicht und wir wollen dieses Kind nicht? Also ich weiß nicht, wenn ich den Satz höre, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist immer schwer, wenn man da. Ich kann nur sagen, was wir erlebt haben und dass ich sehr, sehr froh bin, diesen Weg gegangen zu sein. Wenn ich mir vorstelle, dass ich, als ich das Ultraschallbild gesehen habe und in dem Moment gesagt hätte, dass ich sie nicht möchte, das ist für mich einfach unvorstellbar. Und das
nee, das geht nicht. Ne? Deswegen ist so eine Frage immer. Ich habe mir versucht, die auch schon mal selber zu stellen, aber ich kann selber mir keine Antwort darauf geben, weil ich es einfach nicht zu Ende denken kann. Weil ich so glücklich einfach bin, dass sie da war. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, warum habt ihr mir geschrieben und warum wollt ihr Milas Geschichte so erzählen? Also ich glaube einfach, ja, wenn es andere Familien gibt, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen und die irgendwie denken, okay, wir können uns vorstellen, das Kind zu behalten, aber wir wissen nicht, wie das aussehen kann, dann, ja, wir haben durch Mila einfach erfahren dürfen, dass es geht und dass man auch danach noch glücklich sein kann, wenn man wenn der Weg schwer ist, aber trotzdem auch irgendwie schön. Ich fand, das war heute ein total emotionaler Tag. Genau wie ich die ganze Reihe super emotional fand. Wenn ihr noch ein paar Folgen noch nicht gesehen habt, dann klickt doch mal hier oben, da habe ich euch die ganze Reihe verlinkt. Hier unten, da könnt ihr mir ein Abo dalassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Christine und Moritz ein paar nette Worte in die Kommentare schreibt.